Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge City Skylights hier in meiner schönen Stadt Lakefield. In der letzten Woche war ein bisschen, hatten wir hier ein bisschen die Landwirtschaftsindustrie aufgebaut. Wir hatten hier noch weiter ein bisschen drum gekümmert, ein bisschen Bildung reingebracht und so weiter und so weiter. Und heute, weil wir brauchen, haben immer noch Wohnraummangel. Gewerbe und ein bisschen, jetzt brauchen wir gerade auch noch ein bisschen Industrie. Das heißt, mit Industrie fangen wir hier oben an, indem wir einfach sagen, wir bauen hier einfach noch mal zwei kleine Obsthäuser. Aber auch noch gleich pflanzen. Zack. Dann will auch noch gerne mehr Getreidehühner haben. Dann nehmen wir noch ein paar Melkstände dazu. Es geht gerade wieder so, das Geld aus. Zack. Immer mal ein bisschen warten. Wenn man sowas baut, das kostet immer sehr viel Geld. Arbeiterunterkünfte könnten wir auch noch hier schön hinsetzen. Sieht denn jetzt hier mit Strom aus? Kann man doch schon wieder was wegnehmen. Auf jeden Fall. Die wegnehmen. Die sind hier oben angeschlossen. Kann man hier wegnehmen. Machen wir jetzt nur noch hier unten. Die kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. Wir haben mal hier so ein Standsetzungsgebäude mit reinsetzen. In den Instandung setzen wir noch ein Unterkünfte hin. Und dann sollte eigentlich es verbunden haben. Und dann sind wir hier unten die Stromleitung auch los. So, weiter, weiter. Jawohl. So, damit haben wir hier unten schon mal die Stromversorgung gesichert. Jetzt haben wir nur noch hier oben, aber da kommt ja hier, mache ich hier so ein Wohngebiet mit rein, überhalb von dem Kreisbodengebiet. Also mal Pause drücken. Da geht der Stromleitung kaputt. Aber ich habe keine Lust, dass wir hier wieder die Leiter ausziehen, weil sie keinen Saft haben. Zack. Aber ich sehe schon, eigentlich können wir hier noch ein bisschen kürzen. Wir können hier noch so.
Hier können wir noch kurz rein. So. Immer mit dekorativem Gras. Einmal hier so lang. Mal hier noch drüben die Verbindung. Und hier kommen dann nochmal Wohnungen. Brandschutz sieht immer noch sehr gut aus. Hier oben auch. Hier auch. Ja, alles noch nachgesehen. So. Da hinten ist der Röntgen, da ist ein Aufgang. Wieder hell in meiner Stadt. Die Sonne geht auf. Traumhaft. Da sieht man. Sieht man nicht mehr. So, die Stadt erwacht von neuem. So.
Die Stadt wächst und wächst. Kleiner Brand hier. Sieht eigentlich hier jetzt hier aus. Oh, jetzt machen wir deutlich mehr Gewinn, auch in der Mehlproduktion. Und ich sehe, wir müssen noch ein paar Treibhäuser bauen, weil wir importieren gerade. Das will ich natürlich nicht, dass wir importieren. Hier drüben ist auch noch was. Ja, das ist noch dran. Zack, noch ein kleines Obstreibhaus. So, dann war doch hier einer verkehrt rum. Ja, dann ist der ja. So, die haben kein Wasser. Es läuft, es läuft, es läuft. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge die 26.000 Einwohner knacken. Und dann würde sie hier dieses Gebiet hier mit dazu kaufen. Hoffen wir, dass es also zwei Gebiete war. Es könnte gerade so passen. Auf jeden Fall die Karre hier oben müssen wir kaufen. Aber das wäre dann in deren nächsten Folge.
wünsche euch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Like da. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Und ja, City Skylines kommt bei mir immer eigentlich relativ immer täglich um 12 Uhr über die Folge. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in meiner Stadt Lakefield. Bis dahin, ciao, ciao.